kämpfe gern gegen die. Die Zeit, die werden sicher noch bleiben. Haben sicher noch Zeit auch noch. Für den einen oder anderen Kampf. Ja, da gefreut er sich. Hätte selbst gestrickte Weste. Sorry, Larita, aber du gehörst nicht zu mir, dementsprechend. Also, ich kann dich nicht einfangen, dementsprechend mache ich einfach sehr effektiv und du bist einfach gefickt. Aber aufs Übelste gefickt. Sorry, Bro. Sorry. Ah, wieder 720. Sehr gut, holen wir sie die Scheiße. Aber Alter, ich bin da jetzt so viel spazieren gegangen und jetzt kriege ich erst die Dinger da. Zum Anschauen. Der Witz, Alter. Das ist wirklich ein Witz. Ich hätte nur gerne das Item. Ich hätte wirklich nur gerne das Item. Ja, holen wir sich das doch schnell. Holen wir sich das doch schnell. Ein paar mehr Bälle. Die LP zahlen ist. Kriegen wir schnell wieder zusammen, oder? Hoffe ich mal zumindest. Hoffe ich mal zumindest, dass wir wieder schnell zusammenkriegen. Wenn nicht, dann gebe ich ein paar Sanddinger da aus. Spätestens dann sollte es definitiv funktionieren. Ah, da ist dieser sechste Trainer, oder was? Ne, ist wieder was anderes. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp, Alter. Fick dich. Eh schon wieder der. Eh schon wieder. Na gut, gegen wen kämpfen wir diesmal? Ja, den kennen wir ja schon. Aber machen wir. Hat wenigstens einen Terra-Typen. Drache? Alter, der Drache, Alter. What the fuck, Alter. Na, alles klar, ich bin gespannt. Ich bin bereit. Und das andere müsste mitten in der Höhle sein. Ich weiß aber nicht, ob das die richtige Höhle ist. Na dann, let's go, Leute. Ich hätte mal wieder gesagt gehabt. Nicht sehr effektiv. Ja, Drache. Ganz andere Typen. Ah, oh, danke fürs Bussi. Oi, verwirrt, das ist kein gutes Zeichen. Natürlich lieber anfeuern. Wenn unser Haverer da verwirrt ist, dann weiß ich aber nicht. Ja, mit Eissturm und alles drum und dran. Wieso hat der jetzt schon wieder kassiert? Er hat gerade mal einmal gekämpft. Ja, durch den Terra-Typen. Ja, dann nimmst du halt den Heilball ja von mir aus. Ich habe jetzt nichts anderes auf Lager gehabt. In der Garten. Aber das Fangen ist cool. Das Fangen macht Spaß. Fangen macht mega Spaß. Was ist jetzt, wenn der da ausbricht? Aus dem Pokémon. Ball. Das hätte mich jetzt wirklich fasziniert. Was wäre, wenn der da jetzt ausgekupft wäre? Weil normalerweise hätte er dann wieder volles Leben. Jetzt muss ich noch schauen, wie ich da reinkomme. Zu dem Haverer da. Der war irgendwie in die Höhle, aber normalerweise dann, oder? Geht's da oder so? Da irgendwie da so drunter oder drüber oder irgendwas, zumindest in der Richtung. Irgendwie komisch. Ah, das ist eh einfach so platziert. Aha! Das hätte jetzt eher so von der Weite ausgeschaut, wie wär's drunter. In der Höhle unten. Ja, das sage ich wohl definitiv nicht. Nein. Let's go. Ich glaube, den haben wir sowieso noch nicht einmal.
Oder wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Nee, 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 den haben wir gar nicht. Nein, 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 den haben wir gar nicht. Safe nicht. Nein, 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 den haben wir nicht, den haben wir nicht. Aha, Blume, also Pflanze. Motorradler, was ist mit dir, oder was war da? Digga, und mit dem los? Motorradler hören wir einfach um. Dann leg mir mal. Alter, durch dass der jetzt aber auch noch Pflanze hat, kann ich jetzt nur einen Klaps geben. Sind wir hoffnungslos verloren gegen den Typen? Ja, wie habe ich das Gefühl, dass der eigentlich immer nur auf mich losgeht? irgendwie komisch, irgendwie komisch. Er geht nur auf mich los. Oh, wir hatten den Volltreffer gemacht. Sehr gut, Digi. Geht schon wieder nur auf mich los. Ja, anscheinend geht er auch auf andere los. Und wie das ja überhaupt nicht auffällt. Alles klar. Besiegt und wird. Digi. Krass. Diesmal. Diesmal machen wir es gescheit. Diesmal machen wir es gescheit. Nehmen wir einen normalen Ball und eine da mit dir. Natürlich coole Pose, das muss natürlich auch drin sein, ist eh klar. Gepost muss immer werden. Immer. Und? Bei Drehhaber, ich hab dir da deine Pokédex. Ja, ich hab ja gesagt gehabt, du hast eine kleine Drohung ab und zu. Die hilft. Die hilft uns geheim. Die hilft uns geheim. Passt. Pokédex Eintrag, komm her. Und dann haben wir ihn schon 20.000 Mal. Das wär's. Schwör's dir, wie du forscht mich. Wehe dir. Ah, eine Schau registriert. Größe 1,5 Meter. Wow, oder wie riesig ist der? Aber, Alter, bist du deppert? Aber, wie riesig ist der? Wie gesagt, kommt immer wieder neu. Finde ich gut. Finde ich irgendwie gut, dass die immer wieder neu dazukommen. Dass du, falls du mal wieder hier neu landest, trotzdem eine kleine Motivation hast, mal wieder das ein oder andere zu sammeln zu gehen. Das ist dankbar. Das haben sie gut gemacht. Es macht zwar dadurch das ein oder andere nicht mehr so einzigartig, aber was so ist. Den Haverer da, gell? Müssen wir noch besiegen. Ja, 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 mach eine Markierung. Mach eine Markierung, ich schau mal bei dem Haverer da vorbei. Wird mir reizen, was da jetzt daran so besonders sein soll an dem Typen. Ich glaube, ich hieß jetzt aber nicht der. Ich glaube, nicht der. Aber mach mal eine Wasserdüse draus. Wirkt jetzt aber auch nicht so auf mich. Wie wäre das der? Hier gibt es jetzt einfach halt relativ viele, aber die Frage ist halt nur, welcher ist es? Welcher ist es? Das ist jetzt die Frage. Ja, der kann es mir definitiv nicht sein, aber ich brauche mal so mehr. Gibt es da eine Höhle? So unsicher. Na warte. Könnte ja vielleicht irgendwo noch was geben. Bin mir aber unsicher. Bin aber voll unsicher, aber ich schau mal. Nee, da ist sowieso nix. Da kann nix sein. Ah, voll, dann. Sonst gibt's hier, glaube ich, keine Höhle. Manchmal verdächtig. Manchmal verdächtig. Das ist aber komisch. Wo man das eigentlich quasi so anzeigt. Wahrscheinlich ist es eh irgendwo da oben, das Pokémon. Wo. So, wo du halt nicht kommst. Natürlich.
Fast. Fast haben wir es gehabt. Aber hätte mich jetzt wirklich interessiert. So von oben oder sonst, das sehe ich jetzt aber auch nichts. Dass da vielleicht das quasi dann bestätigen könnte, dass es halt wenigstens irgendwo da wäre, aber na gut. Würde man sagen, lassen wir es einmal. Lassen wir es vielleicht aber wirklich kurz gut sein. So, und dann so geradeaus und dann irgendwo so jetzt das Ziel, was der unbedingt will. Das ist aber ein bisschen sehr weit weg, Alter. Lustiger. Ruft mich jetzt schon, Alter. Ist voll nervös, Alter. Erst du, Barbara, wie schaut's aus? Bist du eh schon gleich da? Alter, fick dich. Sind ja noch 20 Kilometer, Alter. Lustiger. Bis ich da mal durch bin, Alter, bin ich alt. Bin ich definitiv alt. Das ist lustig. Er macht einen Stress. Ich glaube, ich werde deppert. Kontrolle. Immer Kontrolle. Immer wieder Kontrolle. Shiny, wo bist du? Oh shit. Ah, da hätten wir wenigstens unseren Pokémon-Kampf. Da kommt jeder. Ach, du schaust stark aus, dai. Du schaust stark aus, dai. Du! Fick dich. Jetzt zeig dir mal, was ein starker Trainer ist. Wenn du mir jetzt kommst, wieder mit einem Pokémon, bin ich Brennhaus. Ja, wenigstens ist der gescheit. Shit, dass der plötzlich von alle von 8 Leveln auf 20 steigt. Aber okay, passt. Dann nehme ich den Haverer ein bisschen ernster. Wie ich jetzt mal sagen. Aqua steht. Und der hat wenigstens auch zwei Pokémons. Wenigstens auch gescheiter hier. Sehr gut, sehr gut. Nee, nee, nee. Los, los. Bleib ruhig. Wer liegt? Ah, der Brie. Ja, das haben wir gemerkt, dass es nicht sehr effektiv ist. Ach, Gott sei Dank macht er noch eine Seeblatt-Attacke. Na, Gott sei Dank. Wollen wir schon so... Was? Der heilt sich? Na, geschleichtig. Du musst noch nicht zufällig so einen Volltreffer mal. Das war so klar. Ich glaube, der hat bis jetzt noch nicht einmal einen Volltreffer gelandet. Ich bin nicht einmal arm. Digga. Der heilt sich ja für jede Runde, was ist mit dem, Alter? Wow, was ist das bitte für eine Fähigkeit, oder? Ich heil mich einfach mal jede Runde, oder was? Fick dich. Ja, war wenigstens ein bisschen herausfordernder. Wenigstens ein bisschen was. Da brauchst du nicht gleich erschrecken, Alter. Bin noch ruhig, bin noch ruhig. Geht der Auszug. Okay, 2700 hat sie auszuhalten. Daddy kriegt ein bisschen Liebe rein. Mit Money. Dann halt nicht. Alter. Dann kletterst du halt nicht auf. Sehr gut. Ja, reden wir bitte auf Zeiten aus der Recht. Lebensschelle. Gut. Wichtig und richtig. Da kannst du ihn mal definitiv austoben. Da kann er sich safe austoben. Da kann er sich sehr gut austoben. Oh, ich sehe schon wieder. Bissdepper, da kannst du ja auch schon wieder. Boah. Da weiß ich nicht einmal mehr wirklich, wo es hinlaufen soll. Ist einmal tut, einmal tut, einmal tut hier. Ey, du warst da noch lange nicht fertig. Geh ausschieben von. Wo ich mit dir, du kleiner Bastard, da hoch geht. Was ist das bitte für ein Start, Alter? Rennt von jedem Kopf weg. Was ist da los? Da kriegt er. Da kriegt er einen aufs Maul. Und wie er da jetzt gerade einen aufs Maul gekriegt hat. Scheiße. Hätte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber doch gehabt, ja, was da mal so einen automatischen und tschüss. Luxio, na hallo. Ich möchte jetzt mal regelrecht um. Weißt du, was ich so für ein Gefühl habe, dass wir hier auch gleich mal einen Lux drauf finden. Ach so schaut das Schweinchen aus in der nächsten Entwicklung. Okay, okay, ist in Ordnung. Level 19, Digga. Oh, wenigstens. Wenigstens geht sowas weiter. Alter.
Ja, wieder einfach gleich mal hops geht. Alles klar. Passt. 50er. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 57. Ja, dann holst du den Haverer. Holst du den Haverer nicht. Holst du den nicht. Tut mir leid. Respekt. Schön, brav. Meier gemacht. Ich kann jetzt nichts dagegen sagen. Ich glaube, ein Vögelchen zwitschert da was. Auf geht der Vögelchen zwitschern. Weil es natürlich ein starker Gegner ist. Machen wir mal Aquaknager, mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, sehr gut. Kraulenwetzer. Angriffe steigen, wie bitte? Genauigkeit steigt, wie bitte? Ich will jetzt ein Fulltreffer machen, bin ich Haas. Was, danke. Kannst du ruhig so weitermachen, solange du halt nur nicht angreifst, weil sonst macht er vielleicht sogar Insta-Kill mit mir. Und dies kann ich nicht gebrauchen. Überhaupt nicht. Ja, genau, nicht einmal einmal gewackelt. Leck mich am Arsch. Nicht mal einmal gewackelt. Tschüss. Nicht mal einmal gewackelt. Wir haben eh sowieso seine Vorstufe, also so ist jetzt auch wieder nicht. Bis. Ja. Statt ein Euler. Mhm. Sehr gut. Na, let's go. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Zeig mal her. Zeig mal her. Er kann stehen. Und er ist jetzt Kampftyp. Cool. Cool. Er kann stehen. Okay, warten wir ab. Dritte Entwicklung. Schauen wir mal. Weiß er noch nicht. Kann vielleicht jetzt noch so Solala werden und dann vielleicht noch der Badass Motherfucker. Das kann alles noch rausreißen hier. Wir könnten noch alles rausreißen, nur vielleicht schon zu Vorteilshaar. Zu starke Vorurteile zu haben. Wo wir noch nicht einmal ein bisschen genauer geschaut haben. Menki. Sofort. Seine neue Entwicklung habe ich gesehen gehabt. Der ist fix im Team. Da ist gleich der Ernst dahinter. Der ist fixes Teammitglied. Er schaut aus am Schluss wie ein Super Saiyajin. ist aber ehrlich jetzt so. Ich überlege, ob ich jetzt attackieren hätte sollen. Ich probiere es einmal so. Er wird nur fix rauszuspringen. Aber nett, es ist ein netter Versuch. Ja, es ist definitiv ein netter Versuch. Beziert sich. Alles klar. Ja, mach mal so einen Klaps auf den Popo. Habe ich gesagt, kommt Meier machen. Nur einen Klaps, nur einen kleinen Klaps, Digi. Nicht Meier machen, nix. Keiner hat was gesagt, Kopf von Meier machen. Da komme ich gleich wieder beim Mikrofon an und eskaliere. Digi, keiner hat geredet davon, dass du ihn gleich komplett vernichten sollst. Menki, fixes Teammitglied. Das ist dann eigentlich quasi unser erstes fixes Teammitglied. Ich habe nur zufällig auf TikTok gesehen gehabt, wie sich Menki. Also Rass auf Weiterentwickeln und dementsprechend Super Saiyajin Modus Activation. Wen gehen wir dann weg? Ja, Bamelin. Ja, Bamelin kann warten. Also eigentlich im Endeffekt halt nur für den Eintrag im Pokédex habe ich ihn mit. Sonst warte ich eigentlich alle, dass die vielleicht der ein oder andere auf perfekt ist. Dementsprechend dann wird es erst so richtig interessant. Ah, es ist doch die Weiterentwicklung für ihn. Leiwand. Nicht schlecht. Aber du hast hier schon einen sehr heftigen Entwicklungssprung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von Level 5, 6 plötzlich gleich fast auf 20 zu kommen, ist fast schon ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Ein bisschen ist gut gesagt.
der Terror-Typ, aber okay. Passt. Zang wird aktiviert. wissen wir aber auch schon wieder. Hätte wieder ein Neichen gern. Aber ja, passt. Nehmen wir lieben gern. Was für ein Typen. Ich habe gar nicht auf den Typen jetzt gerade geachtet. Plötzlich Feuer. Ah, alles klar. Würde mich aber interessieren, was die dann eigentlich dann für Angriffe haben. Oder ob einfach dann die Pflanzenangriffe wie Feuer sind. Wenn die halt Psycho hat und sie ist eh schon Psycho, dann macht es dann halt die Psycho-Attacken halt nur umso mehr verstärkter. Also so, könnte aber auch Geist sein. Ja, ist glaube ich, ja, ist eh Geist. Na dann, let's go. Schön kassiert. Ja, heilt sich auch noch. Ja, hast du eh recht. Bin der Einzige, was wieder drauf hat, oder was? Ist schon mal. Das ging jetzt aber definitiv schnell. Ja, wir sind einmal so nett wegen einem Terra-Typen. Definitiv. Und umso mehr, umso bessere Chance, dass vielleicht das ein oder andere Pokémon perfekte IV-Werte hat. Also da fange ich mal definitiv sehr, sehr gerne an. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und dann muss ich aber auch noch schauen, ist der Typ perfekt? Ist dann vielleicht die IV-Werte, wo halt natürlich der positive Teil und der negative Teil auch perfekt, weil da bei dem einen brauchst du halt mehr Spezialangriff, der andere ist wurscht, wenn der mehr, wenig Initiative hat und bla bla bla, da ist halt wieder... Es ist wieder extrem schwierig. Aber ich werde schauen, dass ich wirklich so eher so mein Team, mein fixes Team einmal fokussieren werde und dann halt mal immer eins nach dem anderen. Und ich glaube auch, dass es dann nicht das einzige Pokémon-Spiel sein wird, was ich dann gleichzeitig starten werde, sondern ich werde dann auch wieder mit Schwert und Schild dann wieder losstarten. Ich will mir jetzt nur das noch schnell anschauen. Bin ich jetzt voll fokussiert drauf. Das ist so ein Haverer. Aber es ist Feuer, gell? Ja, es ist Feuer. Ah, da schleicht sie. Ich wollte ihn nur mal so anschauen. Was? Vulcano. Let's go. Ah, wie der ausgeschaut hat. In der Kiosk. So genau. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich in jedem Gebiet sicher mal 20 Stunden brauche, bis ich ins nächste Gebiet komme. Habe ich wirklich sehr, sehr starkes Gefühl. Einen kleinen Klaps in die Pappen kehrt den ein oder anderen. Ein Gesundheitswatsch. Sag mal so, wie es ist. Ein Gesundheitswatsch. Ja, mit Flammrad wirst du da nicht weit kommen, Digi. Aber dafür hat er den ein oder andere Verbrennung. Super, danke. Da bist du schon jetzt der Kletepper da. Warte mal so eine kleine kurze Session mit dem Pokéball und wir sind weg. Scheiß auf die Verbrennung. Bist du ein Wasser-Pokémon? Dann kannst du nicht selber mit Wasser bespritzen oder was? Machen einen Regentanz oder komm, was weiß ich? Wie kann es sein, dass ein Wasser-Pokémon verbrennt? Macht für mich sowieso keinen Sinn. Kann die Aquakanarie nutzen auf sich selber? Und tschüss, Papa. Was ist daran das Problem? Ich sehe das Problem nicht dahinter. Ich sehe überhaupt das Problem. Oh. Was haben wir denn da Schönes? Wollen wir gleich? Ja, wollen wir gleich, na sicher. Wer weiß, ob ich ihn dann nicht mehr finde. Wer weiß. Ja. Mach mal Aquaschnitt. Weil ich glaube, das ist eher Wasser-Pokémon. Passt. Das ist so krass. Wie kann das? Das ist sehr effektiv. Und trotzdem habe ich kein Insta-Kill gemacht. Alter, was hat denn der bitte für eine heftige Panzerung? Da muss er die U-Panzerung des Todes haben. Bin ich gespannt, ob er drin bleibt. Ich glaube, ich will jetzt nicht nochmal.
Weil der nächste Tag verklare war es jetzt nicht so ganz genau. Der jetzt nicht doch vielleicht nicht. Also mich selber werde ich definitiv ficken, aber BM fickt und zusätzlich noch. Weiß er nicht. Ich glaube, ich bleib bei dem Pokéball. Oder wir geben ihm wirklich einen in die Fresse. Weil umso länger, wer weiß, ob man da noch vielleicht sogar noch einen Riolo finden oder was immer. Was vielleicht geil sein könnte. Ja, ich würde sagen, ja, mach mal die Aquaknarre, let's go. Wenn der Meier geht, geht halt Meier. Das war logisch. Das ist so logisch. Obwohl ich mir gedacht habe, dass er nicht Meier geht, wegen einem Härtner. Gerade wegen einem Härtner. Hätte ich mir gedacht gehabt, dass er nicht Meier geht. Okay, soll das quasi diese Orientierungsbereich sein? Hier ist der Ausgang, bitte folgen. Orientierungslosigkeit. Eissturm. Toll, sehr cool. Cool. Da mal wieder was zum Sammeln. Wichtig und richtig. Ja, einfach nur quasi zum Pokécenter, genau. Da mal wieder Scheiße am Bumpig. Achso, das ist Licht. Alles klar. Ist das ein Vorradl-Geschäft? Ein Vorradl würde ich abfeiern. Oder können wir da einfach Koraidon absetzen? Wir setzen einfach scheiß verficktes Koraidon ab. So, ich brauche dich nicht mehr, danke. Mit Kette anschließen und alles. Das wär's. Obwohl, wisch. Aha, das ist die anderen Haverer mit den Bikes. Leon, dementsprechend hätte ich mal wieder gesagt gehabt. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.